Ja, einen wunderschönen Tag. Also, ja, heute gibt es Schnitzel von gestern. Die habe ich mir schon mal ein bisschen vorbereitet. Das ist ein Putenschnitzel. Habe ich bei Rewe gekauft, glaube ich. Habe noch ein bisschen Käse draufgelegt, ein bisschen Mikrowelle eben warm gemacht. Habe ich mir extra gestern aufgehoben, weil ich mir relativ viele Pommes gemacht hatte. Und dachte ich mir, dann kann ich mir heute noch schön Schnitzelbrötchen machen. Wie gesagt, ganz normale Aufbackbrötchen. Da mache ich mir einfach ganz normal ein bisschen wie so ein Hamburger, ein bisschen Mayo drauf. Also nichts Besonderes, also eigentlich kennt das jeder. Also wie gesagt, extra hier ein bisschen Putenschnitzel, ein bisschen Käse hat man eigentlich meistens zu Hause. Das war nicht das Gesündeste, aber ist geil, mag jeder. Und da werde ich jetzt einfach ein bisschen Mayo drauf machen. Hier die eine Schnitzelhälfte, also von der Hälfte des Schnitzels, die Hälfte kommt auf die eine Hälfte vom Brötchen und die andere Hälfte von dem Brötchen kommt einfach hier mit drauf. Ja, und so kann ich mir jetzt, also 2 Tage Schnitzel essen, auch nicht wirklich, aber Schnitzelbrötchen mag ja jeder. So, ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Ketchup oben drauf. Röstzwiebeln noch. Ich habe letztens bei Rewe so einen halben Kilo Sack gekauft oder was das ist. Das kommt einfach hier oben drauf und da drauf und fertig. Ja, und inspirieren lasse ich mich eigentlich ehrlich gesagt immer von den Angeboten, die ich sehe. Von Aldi-Angeboten oder Rewe-Angeboten. Jo. Schönen Tag noch.